Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Zichanowski. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie A1 Festnetz Internet in wenigen Schritten selbst installieren können. Prüfen Sie vor Beginn der Installation den Inhalt der Packung auf Vollständigkeit. Die Packung enthält die A1 WLAN-Box, ein graues Modemkabel, ein gelbes Netzwerkkabel, einen Splitter, ein Telefonkabel und die Installations-CD. Die Zugangsdaten, um A1 Festnetz Internet zu installieren, haben Sie ebenfalls im Paket. Verbinden Sie zu Beginn das Netzteil mit der A1 WLAN-Box und schließen Sie dieses an einer Steckdose an. Drücken Sie nun den Ein-Ausschalter an der Rückseite der WLAN-Box, um sie einzuschalten. Als nächstes verbinden Sie mit dem gelben Kabel die A1 WLAN-Box mit Ihrem PC. Bitte rollen Sie das Kabel immer ganz aus und stellen Sie keine schweren Gegenstände, wie zum Beispiel Möbel, auf das Kabel, um eine Beschädigung zu vermeiden. Den Splitter benötigen Sie nur, wenn Sie außer A1 Festnetz Internet auch ein Festnetztelefon von A1 besitzen und beides gleichzeitig verwenden möchten. Bei der Installation mit Splitter verwenden Sie bitte das weiße Telefonkabel, um den Splitter mit der Telefonbuchse zu verbinden. Stecken Sie den Telefonstecker in den Steckplatz mit dem Dreiecksymbol. Verbinden Sie nun mit dem grauen Modemkabel den Splitter mit dem DSL-Steckplatz auf der Rückseite der A1 WLAN-Box. Zur Installation ohne Splitter verwenden Sie bitte das schwarze Telefonkabel. Die A1 WLAN-Box stellt nun eine erste Verbindung mit dem Internet her. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern. Blinkt die Broadband-Lampe unregelmäßig, hat die WLAN-Box noch keine Verbindung aufgebaut. Sobald die Internetverbindung hergestellt ist, leuchtet die Broadband-Lampe durchgehend. Die Netzwerk- und die Internetlampe blinken, wenn Daten übertragen werden. Sollte die WLAN-Box ein automatisches Software-Update beziehen, leuchtet die Update-Lampe blau. Leuchtet die WLAN-Lampe grün, so ist eine verschlüsselte Verbindung aktiv. Leuchtet sie rot, so ist die Verbindung unverschlüsselt. Um WLAN zu deaktivieren, halten Sie die Echo-Taste so lange gedrückt, bis die WLAN-Lampe erlischt. Den Netzwerkschlüssel für Ihr WLAN finden Sie auf der Unterseite Ihrer WLAN-Box. Bitte deaktivieren Sie vor Beginn der Installation etwaige Sicherheitssoftware auf Ihrem PC für die Dauer der Installation. Legen Sie die Installations-CD einfach in Ihr Laufwerk ein. Die Installation startet automatisch. Sollte die Installation nicht automatisch starten, so klicken Sie bitte auf die Startdatei. Der Installationsassistent führt Sie Schritt für Schritt durch die abschließende Installation. Halten Sie hierfür bitte Ihre Zugangsdaten bereit. Nach der Installation finden Sie auf Ihrem Desktop das A1 Service Center. Hier können Sie Ihre Zugangsdaten und Ihre E-Mail-Adressen verwalten. Sobald Ihre WLAN-Box online ist, wird innerhalb von 72 Stunden Ihre Leitung automatisch geprüft und auf die maximal verfügbare Bandbreite eingestellt. Bitte schalten Sie in dieser Zeit die WLAN-Box nicht aus und trennen Sie sie auch nicht von der Telefonleitung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Surfen mit A1 Festnetz Internet.